Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Serie, einem Adventskalender, wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt. Und zwar werde ich euch jeden Tag eine kleine App vorstellen, ein paar Minuten lang, damit ich nicht zu viel vorwegnehme und damit ich es auch schaffe, das Video hochzuladen. Ich werde versuchen, die Apps für iOS und Android zu machen und am Ende könnt ihr sogar noch etwas gewinnen. Dazu müsst ihr jedes Video gucken, wie man das bei Adventskalender auf YouTube vielleicht schon so kennt. Das heißt, bewährte Prinzip, in jedem Video findet ihr irgendwo einen Buchstabe. Ich werde es so machen, dass es vielleicht schon in der Beschreibung versteckt sein könnte, irgendwo ein Buchstabe. Aber wahrscheinlich eher Video. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel gerade irgendwie nicht schaffe zu schneiden oder so, damit ich es halt trotzdem hochladen kann, weil das dauert dann trotzdem wieder mit Rendern und so, je nachdem wie lang das Video ist. Deswegen mache ich die auch relativ kurz. Könnte es auch sein, dass es in der Beschreibung ist, also irgendwo, entweder in der Beschreibung oder im Video, wahrscheinlich ja im Video. Vielleicht werde ich auch immer ein Video machen, aber schaut vorsichtshalber, wenn ihr es im Video nicht findet, auch mal in der Beschreibung nach. Dann wird da irgendwo vielleicht so ein einzelner Buchstabe sein, nicht irgendwo versteckt oder hier ist der Buchstabe. Vielleicht A, was weiß ich, sondern da wird er irgendwo ganz alleine stehen. Also das wäre ziemlich offensichtlich, ziemlich einfach, aber sonst eher im Video. Aber irgendwo findet ihr auf jeden Fall einen Buchstaben, Beschreibung oder Video. Und am Ende habt ihr einen Satz. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es nicht in die Kommentare. Wer es in die Kommentare schreibt, wird geblockt, den blocke ich sofort und das Kommentar wird gelöscht. Weil es einfach ist einfach spielverderberisch, sage ich mal. Am Ende mache ich dann ein Google-Formular, da könnt ihr das Wort reinschreiben, damit es nicht jeder sieht halt. Vielleicht beim letzten Video werde ich dann wahrscheinlich auch die Kommentare deaktivieren, deswegen. Okay, aber trotzdem, wenn es einer weiß, dann nicht in die Kommentare schreiben, okay? Oder nirgends anders auch. Einfach nicht publik machen. Ist auch schlecht für euch, denn wenn es andere wissen, dann können die mitmachen beim Gewinnspiel und dann ist das einfach nur kontraproduktiv. Weil dann gibt es mehr Leute, die mitmachen und die Gewinnchance für euch wird geringer. Deswegen wäre es sehr schlecht für euch, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. So, ich bin wenig krank, ich entschuldige mich dafür, könnt auch noch ein paar Tage so bleiben, aber ich hoffe, das geht. Die erste App ist One More Line, das ist ein kleines Spiel. Mit den Apps, die ich euch vorstelle, könnt ihr euch die Zeit bis zu Weihnachten vertreiben, bis Weihnachten vertreiben halt. Also One More Line, ein kleines Spiel, wir schauen einfach mal rein. So, One More Line, wir klicken einfach mal auf das kleine auf das gelbe Kästchen hier. Und da geht's auch schon los. Es geht darum, Hold Anywhere, seinen Finger also hier immer zu halten. Und zwar sind hier immer so, also solche Hindernisse. Wie ihr es auch schon gesehen habt, bin ich jetzt mit meinem glorreichen Highscore von 9, also mein Bestes ist 32, weil ich gerade schon gespielt habe, um das mal zu testen, glorreichen Highscore von 9, jetzt oder Spielstand von 9, habe ich jetzt nicht sehr weit geschafft. Bis das erste Hindernis kommt, dauert es also auch eine Weile. Aber irgendwann kommt es dann und kommt auch in den Weg. Das heißt, man kann es auch nicht irgendwie umgehen. Man kann versuchen, so lange wie möglich auf einer Strecke zu bleiben, das wird nicht viel bringen. Das schöne Teil zieht drei Linien hinter sich, ja, die sich anscheinend auch verfärben. Je nachdem, wie das Hindernis ist, um was man gerade kreist. Ja, da wäre jetzt was gekommen, genau, ich habe es nicht geschafft. Also ihr seht, man kommt ein Stückchen, aber nicht wirklich weit. Ich mache einfach nochmal einen ordentlichen Durchgang, damit ihr das nochmal ganz einfach seht. So. Also, ich mache das jetzt mal hier auf die sichere Methode. Je nachdem, in welchem Radius ihr euch gerade befindet, wenn ihr die. Okay, da war wieder was im Weg. Wenn ihr den Finger haltet, kreist das schicke Teil, mit dem ihr fahrt, dieser Halbkreis, um das jeweilige Hindernis herum. Und je nachdem, ja, so schnell halt auch. Wenn es also weniger ist, wenn es näher dran ist, wenn der Radius kleiner ist, der Durchmesser, dann kreist halt ziemlich schnell um das Teil herum. Wenn der größer ist, dann halt ziemlich langsam. Ihr habt Zeit nachzudenken, wo ihr jetzt loslassen müsst. Sonst muss man es halt so ein wenig vergrößern. Das ist jetzt perfekt natürlich. Auch wenn es Zeit beansprucht, das war jetzt ein wenig doof, dann muss ich das kurz vergrößern oder sowas. Und dann kann man ja auch wieder weitermachen. Das ist dann schon schwierig, wenn es zu klein ist. Und manchmal erkennt es halt auch ziemlich spät, dass man raufgeht. Also bis das diese Verbindung zu dem Teil mal herstellt, dauert immer ein wenig. Das macht das Ganze relativ schwierig. Mein Highscore ist jetzt 32 immer noch anscheinend, oder ja, ich glaube immer noch. Das Spiel ist erhältlich für iOS und Android. Links dazu in der Videobeschreibung. Ich werde auch versuchen, jedes Video immer nochmal zu verlinken. Also alle Videos, alle Türchen nochmal zu verlinken in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse, unter jedem Video. Also am 5. Dezember würde dann da stehen 1., 2., 3., dann 4. und vielleicht auch 5. oder sowas, keine Ahnung. Und am 1. halt jetzt meinetwegen nur erstes Video oder so, irgendwie komisch. Bräuchte ich eigentlich auch nicht, aber am 2. dann halt erstes.
ein zweites oder irgendwie sowas. Danke fürs Zusehen und ich schau doch mal beim nächsten Video wieder vorbei. Morgen dann am 2. Dezember, zweites Türchen. Freut euch auf die nächste App. Ich werde auch versuchen, immer kostenlose Apps zu nehmen, beziehungsweise die werden immer kostenlos sein. Ich werde immer nur kostenlose Apps nehmen. Ich werde es nicht nur versuchen, sondern ich werde kostenlose Apps nehmen. Danke fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.